Moin, mein Name ist Erik Horster. Ich bin Professor an der Fachhochschule Westküste mit den Schwerpunkten Digitales Marketing und Tourismusmanagement. In diesem Video möchte ich Ihnen einmal die sogenannte Suchkette erläutern. Die Suchkette bedeutet, dass Sie Kunden haben, die von sehr allgemeinen Suchbegriffen kommen bis hin zu sehr spezifischen. Das ist in der Regel bei jedem Kauf der Fall, es sei denn, Sie wissen schon vorab sehr genau, was Sie wollen. Aber in der Regel suchen Sie zunächst beispielsweise nach Fahrrad kaufen oder Fahrrad bestellen. Und dann wird die Suche immer spezifischer. Fahrrad Citybike kaufen. Fahrrad Dreigangschaltung Citybike kaufen. Fahrrad Dreigangschaltung Rücktritt und so weiter. Also ich kann eben als Kunde darüber, dass ich eben recherchiere und Informationen einhole, immer spezifischer werden in meinen Suchanfragen. Jetzt habe ich natürlich bei Fahrrad kaufen ein sehr großes Suchvolumen und bei Citybike mit Rücktritt, Dreigangschaltung und da können ja noch weitere Begriffe dann dazukommen, die das Produkt spezifischer beschreiben, ein sehr geringes Suchvolumen. Der Vorteil von sehr spezifischen Suchanfragen ist, dass Sie da vermutlich eine sehr hohe Kaufabschlussrate haben. Bedeutet, wenn Sie eben dieses Citybike-Dreigang mit Rücktritt auch anbieten können zu einem guten Preis, dann werden Sie eine höhere Kaufabschlussrate bei diesen Suchbegriffen erzielen, als wenn jemand nach Fahrrad kaufen sucht. Wichtig ist aber, dass Sie den Kunden eben in diesem gesamten Prozess begleiten. Bedeutet, Sie brauchen im Rahmen Ihrer AdWords-Kampagne eben sehr allgemeine Suchbegriffe, die ein hohes Suchvolumen aufweisen und dann wiederum sehr spezifische und auch welche in der Mitte, damit Sie eben überall in diesem Prozess sichtbar werden und der Kunde Sie wahrnimmt als ein Anbieter, der tatsächlich auch seine Bedürfnisse erfüllen, befriedigen kann. Das wirft einen dann eben auch darauf zurück, dass man die Kennzahlen nicht alleine dafür nehmen sollte, um eine AdWords-Kampagne zu gestalten. Bedeutet, wenn Sie bei sehr spezifischen Suchanfragen eine hohe Kaufabschlussrate haben, dann könnte man ja meinen, darüber generiert man eben mit wenig Budgeteinsatz sehr viel Kaufabschluss und dementsprechend sind das die wichtigsten Keywords. Wichtig ist aber auch, dass Sie zu Beginn des Suchprozesses des Kunden eben auch schon sichtbar sind, damit Sie als Anbieter in diesem ganzen Prozess eben Wahrnehmung generieren und dann überhaupt auch in die Auswahl gelangen. Man muss hier aber auch nochmal differenzieren, welchen Budgeteinsatz Sie überhaupt leisten können. Bedeutet, wenn Sie ein sehr kleiner Anbieter sind, dann macht es relativ wenig Sinn, wenn Sie auf Kaufen Fahrrad bieten, weil dann natürlich die Kosten und das Suchvolumen dermaßen hoch sind, dass Sie das über Ihr AdWords-Budget überhaupt nicht auffangen können. Das heißt, Sie müssen sich im Rahmen dieser Entscheidungsfindung ein Stück weit mehr hinorientieren zu den Kunden, die schon näher am Kaufabschluss sind. Wohingegen, wenn Sie ein großer Anbieter sind, dann sollten Sie tatsächlich im Rahmen dieser gesamten Suchkette sichtbar sein, weil Sie ja auch ein entsprechendes Volumen, einen entsprechenden Kaufabschluss generieren möchten.